Das hier ist ein super kraftvoller Stereo-Streaming-Verstärker von SVS. Und zwar der neue Prime Wireless Pro Soundbass. Ziemlich großer Name für so ein kompaktes Gerät. 2x150 Watt RMS mit Digital-Endstufen, die wir hier haben. HDMI-ARC-Anschluss für euren Fernseher und High-Res-Streaming-Möglichkeiten mit Play-Fi. Was man hiermit alles machen kann, wie das Ganze funktioniert, wie der Verstärker klingt und vor allen Dingen, wie er sich auch im Wettbewerb gegen NRD und Co. schlägt, zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Tja, das ist also die neue Soundbase von SVS. Ein Verstärker, der begeistert. Warum? Weil er ist super kompakt, super klein, hat aber gleichzeitig eben enorm viel Leistung. 2x150 Watt, das ist also richtig viel. Wir kennen ähnlich kompakte Geräte wie zum Beispiel den NRD C700, der so bei 1500 Euro liegt, der aber nur die Hälfte etwa der Leistung hat. Also ist das hier schon eine Ansage. Und wenn man dann noch sieht, dass das Ganze nur 799 Euro kostet, dann kann man vielleicht schon schwach werden. Aber abwarten, den Hörtest, den gibt es später. Das Ganze wird hier noch stimmig abgerundet mit einem HDMI-Anschluss mit ARC oder eARC. Kompatibel heißt, ihr könnt also euren Fernseher hier anschließen und auch den Fernsehton über die Lautsprecher wiedergeben. Streamingdienste sind auch mit an Bord. Klar, LAN und WLAN versteht sich heutzutage von selbst. Bluetooth ist auch mit drin. Ihr könnt über Apple AirPlay 2 eure Musik wiedergeben. Ein Chromecast-Client ist mit integriert, also es ist auch für Android-User mitgedacht. Und ihr habt über die Play-Fi-App von DTS die Möglichkeit, viele Streamingdienste und auch Internetradiosender etc. mit einzubinden und über die App entsprechend in High-Res-Audioqualität mit der Soundbase wiederzugeben. Die Soundbase gibt es in matt-schwarz. Hochwertig verarbeitet, aber dennoch ist es Kunststoff. Ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens die Front hier noch vielleicht aus gebürstetem Aluminium gewesen wäre, aber man kann nicht alles haben. Zwei Wahlregler haben wir an der Front. Einmal zur Wahl der Quelle, also der angeschlossenen Geräte. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Lautstärkeregler, den man auch drücken kann und dann hier eben Play-Pause entsprechend aktivieren kann. In der Mitte finden wir das schöne große, gut lesbare Display und darunter 6 Favoritentasten, die mit Play-Fi funktionieren. Rückseitig findet ihr die Anschlüsse. Hochwertige Lautsprecher, Schraubterminals, die aber auch Bananenstecker aufnehmen. Ihr habt einen Line-In-Eingang für ein externes Gerät. Es gibt einen HDMI-Anschluss für den Fernseher, der eben auch ARC und eARC unterstützt. Subwoofer-Ausgang darf natürlich hier nicht fehlen. Und es gibt auch einen USB-Anschluss, den ihr nutzen könnt, um zum Beispiel von SVS den Wireless-Subwoofer-Transmitter zu betreiben. Dann braucht ihr kein externes Netzteil. Was ich sehr schön finde, ist, ihr habt 2 Netzwerkanschlüsse, einen Eingang und einen Ausgang. Das heißt, ihr verliert auch keinen Anschluss an eurem Router und könnt dann hier entsprechend direkt weitergehen. Wenn ihr keinen ARC-fähigen Fernseher habt, dann habt ihr hiermit auch die Möglichkeit, per optischem Eingang den Fernseher anzuschließen. Und natürlich eine einfache Infrarotfernbedienung ist auch mit dabei. Und hier gefällt mir gut, dass ihr direkt schon diese 6 Favoritentasten auch auf der Fernbedienung habt. Und so könnt ihr dann eben ganz schnell euren Lieblingsradiosender starten oder ganz schnell eure Lieblingsplaylist starten. Für die Erstinstallation, die Software-Updates und auch Streamingdienste und Internetradio braucht ihr die Play-Fi-App von DTS. Die findet ihr in den bekannten App-Stores. Und dann werdet ihr eben Schritt für Schritt durchgeführt, um die Soundbase ins WLAN zu bringen, um Updates zu machen. Internetradio könnt ihr anschließend sofort kostenfrei nutzen und ihr könnt euch natürlich auch dann mit euren Streamingdiensten hier verifizieren, die einbetten in das System, egal ob das Amazon Music ist, Spotify, Tidal, Kubus, Deezer etc. Ist also jede Menge schon mit an Start. Und dann kommen auch diese Funktionstasten, diese Favoritentasten ins Spiel, die ihr an der Front und auch an der Fernbedienung habt. Ihr könnt dann, wenn ihr euren Radiosender gestartet habt, den ihr am liebsten hört, zum Beispiel lange auf die 1 drücken. Mit dem lange drücken speichert ihr diesen Radiosender auf die 1. Und wenn ihr am nächsten Tag den nochmal hören wollt, dann drückt ihr einfach kurz die 1 und dann startet er das automatisch. Ist also super leicht, wie man das vom guten alten Autoradio vielleicht noch kennt. Ihr könnt aber hier hinter auch
Playlists legen, Alben, Titel, was immer ihr wollt, was ihr ebenfalls auch in der Playfi-App wiederfinden werdet, wenn ihr das speichert. Klanglich ist das ganz spannend hier, denn wir haben einiges experimentiert mit verschiedensten Lautsprechern, mit verschiedenen Verstärkern auch zum Gegenchecken, um ein möglichst gutes Gefühl zu kriegen. Diese hohe Leistung, die bringt natürlich irre viel Dynamik mit und das macht Spaß. Da ist dann Leben im Lautsprecher und besonders profitieren Kompaktlautsprecher davon. Es ist also nicht nur unbedingt für den Standlautsprecher im Wohnzimmer, sondern auch eine ganz tolle Lösung, wenn ihr zum Beispiel in einem Arbeitsraum zwei schöne Kompaktlautsprecher damit betreiben wollt, ist das auch eine richtig klasse Lösung und das klingt sensationell. Ihr habt eine gute Bühne, ihr habt eine schöne Feinzeichnung, eine gute Auflösung, eben viel Dynamik und gemessen an der Preisklasse, verspreche ich euch, kriegt ihr ein breites Grinsen, was hier aus diesem SVS rauskommt. An seine Grenzen kommt er dann im ganz oberen Hochtonbereich, wenn es dann so richtig brillant wird, dann verliert er so ein bisschen die Kontrolle, was aber völlig normal ist in diesen Preisklassen unter 1000 Euro. Wichtig für uns aber ist natürlich auch, wie schlägt er sich denn im Heimkino? Wir können ja hier ein Stereo-Heimkino damit betreiben, den Fernseher anschließen. Und da wollen wir zwei Dinge haben. Wir wollen zum einen diese gewisse Räumlichkeit haben, die uns so einen Film geben kann. Klar, das wird jetzt keine Surround-Anlage, aber etwas Räumlichkeit wollen wir schon. Und wir wollen natürlich sehr präzise und gut verständliche Dialoge haben. Und beides leistet er hier, macht er hier mit Bravour. Das heißt, ihr habt schon diese gewisse Räumlichkeit, also es spielt sich nicht alles nur vorne starr an den Lautsprechern ab, sondern es löst sich auch der Klang von den Lautsprechern, es umgibt einen alles so ein bisschen und die Dialoge, die sind hier schön klar differenziert, kommen also ganz gut raus und man kann sie bei jeder Lautstärke und auch bei fast jedem Geschehen im Film wirklich klar und sauber raushören. Ein guter Vergleich ist meiner Meinung nach mit dem C700, denn der hat ja ähnliche Dimensionen, ist also auch kompakt, digitaler Verstärker mit HDMI-Anschluss etc. Also ganz vergleichbar, aber eben eine Klasse drüber. 1500 Euro, UVP knapp und 2x 80 Watt Leistung, meine ich, also leistungstechnisch etwas hier drunter, was zumindest die Wattangaben betrifft. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus, denn man spürt beim NRD tatsächlich nicht, dass er weniger Leistung hat und er klingt auch etwas audiophiler. Das heißt, der Klang löst sich etwas besser von den Lautsprechern, die Bühne öffnet sich und zwar in die Breite, aber eben auch in die Höhe. Man kann also den Unterschied schon hören, wenn man ein bisschen Hörerfahrung mitbringt. Was man aber auch sagen kann, ist, dass der SVS sich verdammt gut im Vergleich schlägt. Wir würden sagen, wenn wir das in Zahlen fassen müssten, ca. 15% klingt der NRD besser. Und für die Hälfte des Preises ist der SVS dann schon dem NRD ziemlich dicht auf den Fersen. Die Links für die Verstärker findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr die auch kaufen. Und da findet ihr auch einen Link, um einen Termin zu vereinbaren im Heimkinoraum in eurer Nähe. Da könnt ihr euch kostenlos beraten lassen, auch die Verstärker in Ruhe mal anhören. Und wir freuen uns auf euren Besuch, nehmen uns gerne die Zeit und finden dann gemeinsam für euren Raum und euer Budget die richtige Lösung. Ich habe mein Fazit zur Soundbase. Also ich bin wirklich überzeugt, denn für dieses in Anführungszeichen kleine Geld für 800 Euro bekommt man hier einen extrem performanten Verstärker, der eigentlich kaum einen Wunsch offen lässt. Über HDMI kann man wunderbar seinen Fernseher anschließen, bis zu EARC kompatibel mit einer super Klangqualität im Stereo, aber eben auch in diesem Stereo-Heimkino-Szenario. Mit der Playfi-App kann man ja High-Res-Audio-Musik genießen. Die Stationstasten vorne machen die Bedienung super einfach und ich habe natürlich auch jeden Komfort, den man so kennt, von Apple AirPlay 2 über Bluetooth, über Chromecast. Es ist also alles mit drin. Da stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie wir das ja immer schon von SVS kennen. Ja, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wie immer viel Freude bereitet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.